Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir sind umgezogen und zeigen euch jetzt das allererste Mal unser neues Haus, unser neues Zuhause. Und es ist jetzt alles noch komplett leer, nur ein paar Sachen stehen von uns drin. Und heute kommt das Umzugsunternehmen und bringt alle unsere Sachen. Hier stehen wir direkt im Gang. Wir sagen euch dann auch immer noch mal ein bisschen in den jeweiligen Räumen, was wir denken, dass da reinkommt. Und mal gucken, was dann am Schluss tatsächlich reinkommt. Ich bin mal gespannt. Klein und fein, finde ich perfekt. Ich finde es mega cool, wenn die Gäste nicht immer in das Hauptbad müssen, sozusagen. Deshalb super. Kimmys Zuhause ist auf jeden Fall auch schon eingerichtet. Die kann auf jeden Fall auch einziehen. Dann gehen wir hier einmal durch. Hier haben wir eine kleine Schiebetür. Und dann kommen wir direkt in den Wohn-Ess-Bereich. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, mein Lieblingsbereich in dem Haus. Also hier haben wir eine riesen Küche. Hier ist mein Bereich, gell, Schatz? Ja, ist echt dein Bereich. Genau. Da kannst du mich verzaubern. Genau, dann Waschbecken her, Abzug. Henrys Kaffeemaschine war, glaube ich, das erste Teil, was hier schon drin stand. Was ich auch mega cool finde, ist, dass die Spülmaschine ein bisschen erhöht ist. Hatte ich noch nie, finde ich super praktisch. Dann haben wir noch eine kleine Abstellkammer. Sehr schön. Und der Fernseher ist auch schon aufgehängt, aber zu tief. Der muss auf jeden Fall noch höher, Schatz. So, dann gehen wir hier einmal rum. Dann kommen wir ins Wohnzimmer. Guck mal, wenn man mich hier sieht, dann sieht man, wie groß das Wohnzimmer eigentlich ist. Also es ist wirklich riesig. Damit ihr Bescheid wisst, wir haben überall die Rollos ein bisschen unten, um unsere Privatsphäre einfach zu schützen. Wir haben aber einen kleinen Garten mit einer Terrasse. Richtig schön, auch für Hund und Baby perfekt. Ja, die Vorstellungen, ich weiß es nicht. Da, wo jetzt die Stühle sind, glaube ich, dass eine Couch hinkommt. Mhm. Den Rest keine Ahnung. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach hoch, oder? Gehen wir einmal hoch. Soll ich dir auf den Arsch springen oder aufs Gesicht? Lieber ins Gesicht. Okay. Der Arsch ist nicht so groß. Die Lampen finde ich voll schön. Und Nachtlicht, damit du nicht hinfliegst, Schatz. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir fangen einmal von hinten an. Ich blicke einmal nach links und dann blicke ich nach rechts. Grobe Übersicht. Okay, und jetzt gehen wir nach links. Dann fangen wir hinten an. So. Hier wird Henrys Büro sein. Also ich finde es ein bisschen groß für ein Büro. Gucken wir mal. Hier kommen wahrscheinlich so Schränkchen hin. Hier kommt der Schreibtisch hin. Vielleicht machen wir hier noch so ein Filmzimmer. Ja. Content Creation Zimmer. Aber finde ich richtig cool mit dieser riesen Glaswand. Hier ist halt normalerweise, also wenn das offen ist, ist hier so lichtdurchflutet. Aber das Wichtigste steht schon, damit dem Henry ein Licht aufgeht. Okay, dann gehen wir weiter. In das erste Badezimmer. Oha. Hier haben wir ein Duschen, Waschbecken, Klo, alles was man braucht. Für wen ist das Badezimmer? Für unser Baby. Nicht schlecht. Nein, wir wollen ja mehrere Kinder, wenn die größer sind, dann glaube ich, ist es schon gut. Hier kommt nur noch ein Unterschränkchen hin, den Rest weiß ich noch nicht, vielleicht kommt hier erstmal eine Wickelkommode hin und ich liebe diesen Stein, der macht alles so gemütlich. Voll schön. Peace out. Okay, weiter geht's. So, hier haben wir eine kleine Abstellkammer. Das ist genau dieselbe Abstellkammer wie unten. Okay, hier ist mein Lieblingsraum. Hier ist das Kinderzimmer von unserer kleinen Maus. Und die ersten zwei Bilder stehen schon. Aber es ist schon alles bestellt und ich freue mich so unglaublich, das einzurichten. Ich habe so einen richtigen, ich bin jetzt im neunten Monat. Oh Gott, ich bin jetzt im neunten Monat. Krass, oder? Und ich habe jetzt so einen richtigen Nestbautrieb mittlerweile. Ich hätte gern alles fertig. Da kannst du dich hier verwirklichen. By the way, muss ich auch sagen, hier ist es auch super schön hell und ich liebe auch dieses Holz. So, dann gehen wir einmal weiter. Hier soll auch irgendwas hin, das wissen wir noch nicht. Und jetzt ein richtig geiles Gadget. Ich habe nur leider den Schlüssel nicht dabei. Hier ist einfach ein Wäscheabwurf. Da kann man seine Wäsche reinschmeißen und dann kommt die im Keller wieder raus. Krass. Und was passiert da im Keller mit dir? Die wird gewaschen von die Mama Lisa. So. Okay, ihr habt's gehört. Okay, dann sind wir hier im Abstellzimmer im Zukünftigen. Und der Plan ist, dass hier eine Schrankwand ungefähr hier hinkommt, mein Schminktisch, noch eine Schrankwand, Henry kriegt auch einen Schrank und in der Mitte noch so eine Kommode. Mal gucken, ob das funzt. Das macht die Petra. Das macht die Petra. Petra, Grüße gehen raus. Dich werden wir los. Nee, ihr müsst wissen, also der Henry und ich können viel, aber einrichten können wir nicht. Aber man muss nur wissen, was man nicht kann, das abgeben. Ja, also das können wir wirklich gar nicht. Sieht einfach scheinbar. Okay, wo sind wir jetzt? So, jetzt kommen wir hier in unser Schlafzimmer. Da steht auch schon unser Bett. Puh,
Puh, darf ich das machen? Das darfst du machen, Schatz. Okay. Geil, ich lieb's. Wir haben hier auch einen kleinen Balkon und dann geht's hier ins Bad en suite. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, du sprichst es genau richtig aus. Ich glaube, en suite. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal das Chaos ausgebrochen. Man merkt, dass du schon mal ein Baguette gegessen hast. Hier brauchen wir auf jeden Fall Unterschränke, weil sonst passt hier nicht so viel rein und sonst sieht's hier aus. Übrigens, Fieberthermometer brauchen wir immer ganz dringend. Nee, also Badewanne, da passt aber ungefähr nur ein Minischlumpf rein. Also ich und unser Baby, aber für dich wird es schwierig, Schatz. Für mich wird es echt schwierig. Echt, ja. Ich nehme die Dusche einfach. Du nimmst einfach die Dusche. Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal ganz nach unten, oder? Okay. So, jetzt sind wir im Keller. Hier steht Müll über Müll. Hier kommt man direkt in die Tiefgarage, kommt die Wäsche raus. Dann haben wir hier eine kleine Dunkelkammer. Geh mal rein. Hier kann man, weiß ich nicht, müssen wir uns überlegen, irgendwas Stauraummäßiges hinmachen. Kann der Hund schlafen? Ja, oha, nein. Ist ja voll gemütlich für sie. Du kannst da schlafen, wenn du böse bist. Hier kommt ein Schränkchen hin. Ein Schränkchen? Ein Schränkchen. Und dann gehen wir hier weiter. Ach ja, hier ist übrigens eine Luftreinigungsmaschine, finde ich richtig, richtig cool. Für die Schwangerschaftspüpse? Nee, für mich als Allergikerin. Genau. Nicht für die Schwangerschaftspüpse. Okay. Dann haben wir uns überlegt, dass wir hier einen kleinen Gästebereich machen. Sag das nicht in die Kamera, sonst sind wir nie wieder alleine. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir hier einen Gästebereich machen. Henry will nicht, dass unsere Freunde das hören, weil sonst kommen sie gleich alle. Also hier kommt ein Bett hin, Schrank. Genau, sowas in die Richtung. Das ist abgeschlossen, mein Schatz. Abgeschlossen. Schließ ich mal auf. Schließ mal auf. So, und das ist ja wirklich mein absolutes Highlight. Hier kommt einfach ein Wäschebaum rein dann. Wie cool ist das? Also, und was noch? Ja. Also hier kommt Waschmaschine hin und Trockner und der Rest wird ein Fitnessraum. Henry hat sich unbedingt einen Fitnessraum. Also wenn ihr das 3 Jahre später seht, ist immer noch kein Fitnessraum. Fitnessraum gewünscht. Wir können ja mal Wetten abschließen, wie oft du hier in der Woche trainieren wirst, ne? Können ich sag einmal in 3 Monaten. Aber dann hat es sich ja auch schon gelohnt. Ja, genau. Aber egal, der Wille zählt. Vielleicht schaffst du es ja auch. Dann kommt er in die Sauna rein. Die Sauna. So, jetzt haben wir euch alles gezeigt. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und bitte gerne für die Räume auch Einrichtungsideen. Ja. Henry und ich sind Nieten. Vielleicht habt ihr coole Ideen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es gefällt euch und wir sind mega gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Tschüss. Cut.